Hallo liebe Rasenfreaks, wir sind hier bei einer kleinen, bei einem kleinen Düngerexperten, die Firma Hack, ein Familienunternehmen. Und ich habe neben mir den Uwe Schmidt, der uns hier mal ein bisschen was zu den Unterschieden sagen kann. Organischer, mineralischer Dünger, warum überhaupt diese Unterschiede, was ist besser, was ist schlechter, wie sollte man überhaupt düngen übers Jahr hinweg, was ist sinnvoll, was ist nicht. Sinnvoll, aber vorher vielleicht noch ein paar Worte zur Firma. Uwe, was zeichnet euch aus im Vergleich zu den großen Firmen? Ja, also wir sind eine kleine Firma, wie gesagt, wir sind fünf Leute. Fünf Leute? Wo wir da im Vertrieb sind. Und wir sind halt, uns zeigen halt aus, dass wir sehr innovativ sind. Wir sind immer am Zahn der Zeit sozusagen. Wir verwenden auch sehr innovative Produkte und versuchen halt immer, uns auf dem Markt zu verbessern und auch sehr hellhörig zu sein, was der Markt so möchte, haben möchte. Sehr cool. Ja, so, jetzt zum Thema organisch oder mineralisch. Was ist deine Empfehlung? Was sollen wir als ganz normale Gartenbesitzer, als ganz normale Rasenfreaks eigentlich machen, wenn wir einen Dünger kaufen? Also man muss immer unterscheiden zwischen einem Profi-Anwender und einem Hobby-Anwender. Ne? Genau, wir sind die Hobby-Anwender. Ja, genau. Die Profi-Anwender, die verwenden querbeet. Ne? So, für den Hobby-Anwender soll es einfach sein und man muss es einfach anwenden können, dass man auch keine Probleme dafür bekommt. Und deswegen empfehle ich jedem im Hobbybereich einen organischen, mineralischen oder beziehungsweise einen rein organischen Dünger zu verwenden. Der Unterschied ist, bei Profi-Anwendern mit mineralischen Düngern, die muss man gut handhaben können, weil da können Probleme auftreten im Grund von Verbrennungen, von Überdüngungen und so weiter und so fort. Im Privatbereich, also im Hobbybereich, das sollte mit organischen mineralischen Düngern, das ist für einen Privatanbieter total einfach zu handeln. Man kann eigentlich den Rasen nicht überdüngen, weil die Dünger so abgestimmt sind, dass man das leicht anwenden kann. Okay, das heißt also, die Profi-Dünger, die ich ja auch so gerne verwende, gebe ich ja zu. Ich nehme immer die mineralischen Dünger, aber da muss man halt eben unglaublich aufpassen, dass man die richtige Menge düngt, dass man die richtige Überdeckung hinkriegt, dass man auch zu den richtigen Zeiten düngt, dass man dann wahrscheinlich auch rechtzeitig wässert, wässert. Und das hat man mit mineralischen Düngern eben nicht so stark. Mit organischen Düngern. Entschuldigung, mit organischen. Genau. Organisch und organisch mineralischen Düngern genau. Nicht so stark, nein, weil die nicht so aggressiv genau sind. Genau. Okay. Weil die Organik ganz einfach länger braucht, sich umzusetzen und dadurch vermeidet man auch Verbrennungen oder Überdüngungen. Okay, wo kommen denn jetzt die organischen Dünger eigentlich her? Was ist das eigentlich für Material? Da muss man unterscheiden. Organische Dünger sind zusammengesetzt aus tierischen Produkten, also sprich aus Horn, Haar, auch Blut ist dabei. Aha. Und rein pflanzlichen Produkten, da ist dabei dann Getreide, Essensabfälle, Orangenschalen, Kakaoschalen und so weiter und so fort. Interessant. Okay, und jetzt kurze und letzte Frage. Zum Thema Düngung übers Jahr. Wie würdest du düngen als Rasenbesitzer? Was würdest du machen? Ja. Wie oft? Also die normale Grundform ist, oder Grundregel ist, dreimal im Jahr zu düngen. Frühjahr, dreimal. Sommer und Herbst. So. Aber ich empfehle lieber vier bis fünfmal zu düngen. Zwar die gleiche Düngermenge, aber diese nochmal aufzusplitten, dass man sagt, alle vier bis fünf Wochen, weil da wird der Rasen kontinuierlich gedüngt. Okay. Oder versorgt mit Nährstoffen und damit bricht man Spitzen. Und in dieser Hinsicht ist der Rasen, dank ist der Rasen im normalen, gleichmäßigen Wachstum. Das ist, finde ich, unglaublich interessant. Ja. Also wir reden ja mal von diesen Langzeitdüngern, wo man also über einen ganz langen Zeitraum, bis zu drei Monaten, steht dann oft in der Werbung, ja, bis zu drei Monaten dann ohne Düngung auskommen kann. Ja. Da sagst du eigentlich jetzt ziemlich das Gegenteil, das ist nicht sinnvoll, lieber kurze Abstände, vier, fünf Wochen. Die Dünger sind genauso drei Monate, halten die durch, ja, aber es ist halt auch wetterbedingt, wenn es jetzt mal viel regnet oder lange Trockenperioden da sind, dann verkürzt sie oder verändert sich der Zeitraum. Deswegen sage ich, man sollte immer pro Düngergang bei organisch mineralisch so um die 50 Gramm pro Quadratmeter geben. 50 Gramm pro Quadratmeter, okay. So, und die kann ich nochmal aufsplitten, aufrechnen wir 25 Gramm, also teile ich schon die Hälfte wieder, ja, und dann kann ich alle fünf Wochen 25 Gramm geben. Ah, cool. Und in dieser Hinsicht
kann ich den Dünger oder den Rasen kontinuierlicher versorgen, dadurch, dass dann hast ich einfach nicht diese Wachstumsspitzen unterbreche oder breche. Okay, also nicht dieses Hoch und Runter, genau, sondern dass genau, wir so ein bisschen kleinere Wellen. Genau, ganz genau. Ne? Sehr cool. So, jetzt gucken wir nochmal hier auf dein Produkt. Organic Line, ist das jetzt so etwas Typisches, was das ist typisch, genau. Das ist, das, typisch, das ist ein typischer organisch-mineralischer Dünger. Auch sehr gut auszubringen in der Hinsicht, dass man den Dünger auch sieht, wenn er auf den Rasen fällt, weil da weiße Körnchen drin sind. Da muss man keine Angst haben, dass die weißen Körnchen jetzt schneller wirken wie die dunklen Körnchen. Das ist mit Absicht so getan, dass man wirklich den Dünger sieht, wie man streuen kann. Man auch jetzt noch mal kurz zum Streuen. Wenn ich organisch-mineralischen Dünger streue und ich habe wirklich einen Streuwagen, egal in Form von einem normalen Kassenstreuer oder einem Schleuderstreuer, ich stelle immer ein wenig niedriger ein. Ich weiß, ich habe 100 Quadratmeter, muss wirklich mir 25 oder 50 Gramm geben, das sind 5 Kilo. So, dann stelle ich das aber so ein, dass mein Streuer niedrig ist, dass ich quer und längs laufe, weil dann breche ich natürlich auch Streufehler. Ne? Genau, oder vermeide ich Streufehler. Ne? Das habe ich auch schon oft gesagt. Ja. Lieber zweimal rübergehen. Hier sitzen die Experten, die sagen genau das Gleiche. Also so soll es sein und so ist es dann auch richtig. Genau. Und das Letzte, wo ich noch erklären möchte, ist, wenn jetzt Probleme auftauchen im Rasenbereich, sprich von Regenwürmern, was normal kein Problem ist, oder Ameisen, da gibt's, haben wir dann auch Produkte, innovative Produkte, wo wir diese Probleme verringern können, indem dass wir diese Sachen vergrämen. Also nicht töten, sondern die werden einfach vergrämt und dass sie in die tieferen Schichten gehen, weil wir die immer noch benötigen für die Organik, aber sie sind weg von der Oberfläche. Wir hatten letztes Jahr glaube ich, oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, hatten wir ein Riesenproblem mit Wurmhaufen. Genau. Also, dass der ganze Rasen war übersät mit Wurmhaufen. Ja. Ich finde ja eigentlich Würmer total notwendig und wichtig, die müssen auch sein. Wasserhaushalt und alles. Sie sind anscheinend sehr stark an der Oberfläche gewesen und haben ganz viele kleine Wurmhaufen aufgeworfen. Jawohl, ganz genau. Da sagt ihr, da habt ihr Produkte, womit du den Wurm praktisch in die Tiefe lockst, damit er da arbeitet und oben den Rasen nicht mehr so ein bisschen verunstaltet. Genau. Unschön aussehen. Genau. Jawohl, ganz genau. So ist das. Also das kann man dann auch nachlesen auf der Internetseite und so weiter und so fort. Ne? Genau, Entschuldige, das habe ich unterbrochen. Ja. Ameisen finde ich jetzt auch ein Riesenproblem. Ich habe auch sehr sandigen Boden und das lieben die Ameisen. Und und da ist ja auch vor allen Dingen das Problem, dass sie immer wieder Haufen aufwerfen. Ja. Und da gibt es also auch bei euch Produkte die mit Duftstoffen versetzt sind und diese locken dann die Ameisen von dieser Fläche weg. Okay. Oder vertreiben sie quasi. Ne? Cool. Ja, Uwe, danke schön. Kurzes Interview zum Thema Dünger Firma Hack. Hier der Experte für Dünger. Ja, schauen wir mal, wie die Kunden darauf reagieren. Vielen Dank. Danke. Tschüss.